Hallo meine lieben Erdzeichen, ich begrüße alle Steinböcke, Stiere und Jungfrauen zu eurem Reading aus dem Tarot für die erste Märzhälfte. Ja meine Lieben, wer meinen Kanal schon kennt, der weiß auch ganz genau, wie diese Legung hier zustande kommt. Für alle, die heute zum ersten Mal bei mir zuschauen, möchte ich das natürlich kurz erklären. Ihr seht hier die Karten auf verschiedenen Positionen liegen. Ich mische immer das gesamte Deck und konzentriere mich während des Mischens auf eine Position und warte dann, bis eine Karte aus dem Deck springt. Ja, dann lege ich die auch auf und manchmal passiert es, das war hier zweimal der Fall, dass zwei Karten gleichzeitig springen wollen, dann nehme ich die auch immer beide mit auf, weil sie sich meistens gut ergänzen oder noch zusätzliche Botschaften für uns bereithalten. Wenn dann alle Karten auf ihren Positionen liegen, dann vertiefe ich mich nochmal über der Legung, mache eine kleine Meditation und versuche noch weitere Impulse für euch für die Deutung zu erhalten, sodass ich euch das Ganze dann in einen Gesamtzusammenhang bringen kann. Ja, wer jetzt bei mir schon öfter zugeschaut hat und die Legungen für die Erdzeichen auch verfolgt hat in den letzten Wochen und Monaten, dem kann ich gleich vorneweg sagen, es ist auch jetzt wiederum fast wie eine Fortsetzung aus den Legungen für den Monat Februar. Und wenn ihr euch fragen solltet, ja warum kommt da immer das Gleiche raus? Ja? Also ich würde mich eher wundern, wenn alle zwei Wochen was ganz anderes rauskommen würde. Bitte bedenkt diese Energien, ja, die dieses Reading jeweils zeigt. Die sind ja nicht festgebunden an genau zwei Wochen. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, die geistige Welt im Prinzip kennt keine lineare Zeitrechnung so wie wir. Und wenn Energien zur Verfügung stehen für eine besondere Gruppe von Menschen, ja, die jetzt mit diesem Reading in Resonanz gehen, dann erstreckt sich das natürlich auch über einen langen Zeitraum und es kommt dann auf den jeweiligen Menschen bzw. den Entwicklungsstand seiner Seele an, ob er diese Energie für sich nutzt oder nicht. Ja? Denn dieses Reading ist tatsächlich sehr ähnlich wie jetzt das letzte für die zweite Februarhälfte. Aber es bringt trotz allem kleine Unterschiede und auch, wie ich meine, Fortschritte für euch, liebe Erdzeichen. Bei den allgemeinen Readings bedenkt bitte immer, was ihr fühlt, wenn ihr die Karten seht, wenn ihr meine Worte hört, ja, das ist eure Botschaft. Und wenn ihr nach ein paar Minuten merkt, mit der Legung gehe ich jetzt überhaupt nicht in Resonanz, dann schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten und dein Mondzeichen an, falls dieses Zeichen einer anderen Elementegruppe angehört. So, jetzt lege ich aber auch los. Ich möchte beginnen mit der wundervollen Karte hier als Gesamtenergie dieser Legung. Es fallen die zwei Kelche. Ja, das war also die allererste Karte, die aus diesen 78 Tarotkarten springen wollte, als ich fragte nach der Hauptenergie für die Erdzeichen in dieser ersten Märzhälfte. So, was sagt uns diese Karte jetzt hier? Also diese Karte ist für jeden, auf jeden Fall für mich eine der Seelenpartnerkarten des Decks. Das heißt, wenn du einen Menschen in deinem Leben hast, zu dem du ein besonders starkes Band spürst, dann könnte dich diese Verbindung in der ersten Märzhälfte beschäftigen. Entweder natürlich in der Realität, dass du mit diesen Menschen auch in Kontakt stehst, ja, dass es vielleicht hier Veränderungen gibt, aber natürlich auch nur in Gedanken, ja, wenn du dich also gedanklich mit dieser Verbindung beschäftigst. Wenn es jetzt für dich keinen speziellen Menschen gibt, an den du jetzt gerade spontan gedacht hast, könnte das auch bedeuten, dass du im März jetzt eine große Sehnsucht nach einer erfüllten Liebesbeziehung fühlst. Ja? Es kommt ja jetzt der Frühling und nicht umsonst heißt es, wir Menschen und auch die Tiere bekommen Frühlingsgefühle. Die ersten Sonnenstrahlen wärmen uns, ja, wir sehen die Krokusse aufgehen im Garten. Und da ist es ganz selbstverständlich, ja, wenn man vielleicht alleine ist, dass man sich einen Menschen an seine Seite wünscht, ja, mit dem diese wunderschönen Eindrücke des Frühlings zu teilen sind. Und das Schöne bei den zwei Kelchen, ja, du siehst ja hier diese Frau, diesen Mann mit dem jeweils gefüllten Kelch aufeinander zukommen. Also das besagt ganz klar, dass du auch tatsächlich dir eine Verbindung auf Augenhöhe wünschst. Ja?
Du möchtest gerne eine glückliche Verbindung. Du möchtest inneren Frieden spüren. Ja, eine Verbindung, in der Geben und Nehmen im Ausgleich ist. Also, das könnte dich beschäftigen. Jetzt frage ich hier oben, aus welcher Energie kommst du jetzt gegen Ende des Monats Februar? Und da fallen die 10 Schwerter. Ja, eigentlich haben die meisten immer ganz viel Angst, wenn sie die Karte sehen. Ich möchte euch aber trotzdem ermutigen, die 10 Schwerter nicht negativ zu sehen. Ja, die 10, das sind im Tarot immer Vollendungskarten. Es könnte also tatsächlich sein, dass du jetzt im Monat Februar etwas aus deinem Leben verabschiedet hast, ja, das dir wirklich nicht gut getan hat. Vielleicht kam es zum endgültigen Ende einer Verbindung, ja, oder wenn es vielleicht auch noch nicht dazu gekommen ist, ja, ihr wisst, die Mühlen der Erdzeichen malen langsam, ja, dann kann es sein, dass du aber einen Entschluss gefasst hast oder einem Entschluss näher gekommen bist. Also ich nehme zu dieser Karte wahr, du hast in irgendeiner Art und Weise erkannt, gegen Ende des Monats Februars, dass etwas zu Ende kommen muss in deinem Leben, um etwas Neues zu beginnen. Denn der Neuanfang, ja, oder zumindest den Wunsch für einen Neuanfang, verkörpern hier diese Karte, die fällt an die Position, wie könntest du dich jetzt dann tatsächlich in den ersten Märztagen fühlen, und da fällt das Ass der Stäbe. Eine wundervolle Karte, die tatsächlich für Neubeginn steht oder für den Wunsch, etwas Neues zu beginnen oder auch für die Chance. Ja, bei vielen Erdzeichen, ja, das wissen wir aus den Readings für die vergangenen Monate, besteht diese Chance auf einen Neubeginn, ja, auf eine komplette Veränderung des Lebens ja schon lange, aber sie haben sich noch nicht durchringen können, diese Chance auch zu ergreifen. Also das heißt, wenn du jetzt dich hier wiedererkennst, ja, wenn du im Prinzip wüsstest, dass das Leben für dich eine große Chance bereithält, ja, du dich aber bislang noch nicht durchringen konntest, die auch zu ergreifen, dann sagt dir die geistige Welt mit dieser Karte ganz klar, die Energie für dich, auf diesen neuen Weg zu gehen, wird stärker und stärker. Und gerade hier im Zusammenhang mit den 2 Kelchen, ja, kann ich ja deutlich wahrnehmen, dass du dir auch diese große Liebe, diese Erfülltheit, dieses Glück in deinem Leben ersehnst. Nur wie bei ganz vielen Erdzeichen ist es einfach vielleicht auch bei dir so, dass du dafür noch etwas komplett loslassen oder hinter dir lassen musst. Und sehr interessant, ich frage dann, wie entwickelt sich denn die Energie weiter gegen Mitte des Monats März? Und da fällt eine gewaltige Karte aus der großen Arkane des Tarots, nämlich die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit steht zum einen für das Ende von karmischen Zyklen. Es könnte zum Beispiel sein, es ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich möchte es euch gerne sagen, weil es mir als erstes zu der Karte in den Sinn kam. Wenn du vielleicht noch in einer Verbindung steckst mit einem karmischen Partner oder einer karmischen Partnerin, also das heißt in einer Verbindung, die dich nicht wirklich erfüllt und glücklich macht, du aber einen Herzensmenschen in deinen Gedanken und Gefühlen hast, ja, an dessen Seite du dich wünschst, dann könnte diese Karte dich auffordern dazu, ja, endlich diesen alten karmischen Zyklus zu beenden, und die Gedanken in dir sind bereits vorhanden, ja, das zeigt mir die Karte hier deutlich. Und eine Entscheidung zu treffen, die tatsächlich in deinem Sinn ist und für die du die Verantwortung übernimmst. Denn dafür steht die Gerechtigkeit auch. Dass man selber Entscheidungen trifft bezüglich einer bestimmten Weggabelung, sage ich jetzt mal, und man übernimmt die volle Verantwortung für diese Entscheidung. Ja, da kommt mir auch spontan der Gedanke, dass man sich eben für sein eigenes Wohl entscheidet. Dass man beispielsweise auch mal nicht
so viel Wert drauf legt, was sagen die anderen? Gerade bei euch, ihr lieben Erdzeichen, ihr macht euch viele Gedanken darum, ja, was sagen die anderen? Wie stehe ich dann in der Öffentlichkeit da, wenn ich eine bestimmte Entscheidung treffe, die vielleicht auch unkonventionell ist? Und was jetzt natürlich sehr interessant ist, und da möchte ich die Gerechtigkeit auch nochmal gleich mit hernehmen, ich frage ja an der Stelle, was kommt vielleicht von außen auf dich zu? Und in vielen Readings für die Erdzeichen, auch in persönlichen Readings, die ich mache, tauchen immer wieder diese beiden Karten auf, der Mond und die sieben Schwerter. Und in Verbindung stehen diese beiden Karten einfach ganz klar dafür, dass etwas ans Licht kommt. Es herrschen wirklich derzeit für die Stiere, Steinböcke und Jungfrauen unglaublich starke Energien dafür, dass Wahrheiten ans Licht kommen. Dass Dinge, die eventuell hinter eurem Rücken geschehen sind, plötzlich enthüllt werden. Der Mond, ja, der steht für Geheimnisse unter anderem, ja, auch für Ängste, ja. Vielleicht ahnst du ja auch, dass irgendetwas hinter deinem Rücken geschieht, ja, und hast aber Angst vor der Wahrheit. Und die sieben Schwerter ist ja die Karte schlechthin im Tarot, die für Lügen steht, ja, die für Betrug steht. Der Mann hier auf der Karte mit seinen Schwertern, der schleicht sich von etwas davon. Und da möchte ich jetzt natürlich nochmal die Gerechtigkeit mit aufnehmen. Denn wenn du tatsächlich von außen eventuell etwas erfährst, ja, was hinter deinem Rücken passiert ist, wenn ein Geheimnis ans Licht kommt, wenn du jemandem auf die Schliche kommst, der nicht ehrlich zu dir war, dann bedeutet diese Karte ganz wörtlich Gerechtigkeit für dich, ja. Es ist gerecht, dass du dies erfährst, weil jemand nicht ehrlich mit dir war, weil jemand etwas hinter deinem Rücken getan hat. Ja, also das passt hier wundervoll zusammen und dann wird dir vielleicht umso klarer, wo deine Chance liegt auf Glück und Erfüllung und was endgültig beendet werden muss. Ja, also sehr, sehr stimmig, meine Lieben. Und ich frage an der Position nach deinen Hoffnungen oder Ängsten und da fallen zwei tolle Karten, die ich natürlich zu den Hoffnungen zähle. Einmal die sieben Münzen und einmal die Kraft. Auch wieder eine große Arcana-Karte hier, die Kraft, ja. Und die sieben Münzen stehen ja explizit für Wachstum und darauf, dass du hoffst, dass irgendwann all dies, was du hier in den letzten Monaten durchlebt hast und die Erdzeichen sind wahrlich durch tiefe Täler gegangen, ja, dass sich das irgendwann bezahlt macht. Dass du durch das alles, was dir hier widerfährt, in deine eigene Kraft kommst. Der Gärtner hier wartet geduldig, dass seine Früchte reifen. Ja, also das passt auch so schön zu dieser Erdenergie. Ich weiß, ihr seid ein unglaublich geduldiges Element. Ja, ihr könnt Dinge reifen lassen. Ihr überlegt manchmal sogar zu sehr, kommen wir gleich noch drauf, ja, ob eine Entscheidung sinnvoll ist oder nicht. Aber ihr hofft auf eure innere Kraft und Stärke und natürlich hier wunderschön auch zu sehen mit dem Unendlichkeitssymbol über dem Kopf der Frau. Ihr hofft auf göttliche Führung und göttlichen Beistand. Ihr hofft, eure Ängste zu überwinden. Ja, Ängste vielleicht auch, sich der Wahrheit zu stellen. Im Grunde nehme ich in diesem Reading, meine Lieben, ganz deutlich wahr, dass die meisten von euch bereits wissen, dass etwas, das ihr vielleicht noch aufrecht erhaltet, zum Scheitern verurteilt ist. Dieses tiefe Wissen, dass etwas zu Ende gehen muss, um Glück und Erfüllung in euer Leben zu bringen, ist in euch vorhanden. Aber, und jetzt komme ich hier zu dieser Karte, ihr seid noch zu sehr in eurem Gedankenkarussell gefangen. Ihr lasst euch noch zu sehr von Ängsten fest und zurückhalten.
Ich frage an der Stelle noch einmal, deswegen bringe ich diese Karte auch immer mit dieser hier in Verbindung, weil beide Positionen uns einen Hinweis geben sollen, wie es euch vielleicht so Mitte März geht. Und hier fällt mit den 8 Schwertern eine Karte, die beinahe in jeder Erdzeichenlegung auftaucht. Dieses Gefangensein in einem Gedankengefängnis. Schwerter repräsentieren eure Gedanken. Ja. Ihr habt die Augenbinde noch auf, ihr fühlt euch eingesperrt, aber die geistige Welt sagt mit der Gerechtigkeit ganz klar, du hast die Kraft, dich zu befreien. Nur du musst die Entscheidung dafür treffen. Ja. Du musst die Augenbinde abnehmen und sehen, wo befinde ich mich hier eigentlich. Und da möchte ich nochmal hier auf diese gewaltigen Karten hinweisen, die eventuell von außen auf euch zukommen. Ja? Es spielt hier jemand ein falsches Spiel. Es wird mit verdeckten Karten gespielt. Und die Gerechtigkeit, ja, das ist wirklich eine, ich kann immer nur sagen, gewaltig hochenergetische Karte, die sagt, dir wird Gerechtigkeit widerfahren, nur du musst die Augen aufmachen. Ja? Zähme hier die Angst, die Wahrheit zu sehen. Auch wenn es vielleicht etwas ist, was dich unheimlich kränkt. Ja? Ich habe hier auch so dieses Gefühl von Scham. Ja? Vielleicht kommt auch irgendwas ans Tageslicht, das dir tatsächlich erstmal ein sehr schlechtes Gefühl gibt. Vielleicht machst du dir auch selbst Vorwürfe, dass du so lange an etwas geglaubt hast, was nicht den Tatsachen entsprochen hat. Ja, also all diese Energien kommen da in dieser Karte zum Vorschein. Aber dir wird Gerechtigkeit erfahren. Ja, du bist nicht so hilflos, wie du hier auf der Karte erscheinst. Du musst aber die Entscheidung treffen, dich befreien zu wollen. Und unglaublich fand ich den Rat der geistigen Welt, denn dieselbe Karte lag an der gleichen Position für die zweite Februarhälfte. Die 5 Kelche. Und ich erinnere mich noch, dass ich genau denselben Satz empfangen hatte, als ich die Karte gesehen habe und mich darüber vertieft habe. Es war dieser Satz, du musst durch dieses Tal der Tränen gehen. Es bleibt vielen Erdzeichen leider nicht erspart, in dieser Zeit, mit dieser Energie, etwas anzuschauen, ja, vor dem sie lange die Augen verschlossen haben. Und das bereitet erstmal Schmerz. Die geistige Welt sagt hier ganz klar, geh mutig durch diesen Schmerz, betrauere diesen Verlust. Und wenn ihr mal diese 3 Karten hier anschaut, ja, du weißt eigentlich, es muss was zum Ende kommen. Du wehrst dich noch dagegen, die Wahrheit zu akzeptieren. Und die geistige Welt sagt, es bleibt dir nichts anders übrig. Du musst hinsehen, was willst du noch nicht sehen? Was ist es, wovor du noch die Augen verschließt? Betrauere diesen Verlust, du musst etwas zurücklassen, um hier hinzukommen. Schaut mal, meine Lieben, wie wundervoll ist das? Du musst betrauern, was du zurücklässt. Und hier sind diese 3 umgestürzten Kelche. Ja? Du lässt etwas zurück, du musst dich von was verabschieden. Aber, und jetzt kommt was unglaublich Schönes, schaut mal. In deinem Rücken stehen 2 aufrechte, gefüllte Kelche. Und diese Kelche nehme ich ganz klar als diese hier war auf der Karte der erfüllten Partnerschaft. Also das heißt, in Verbindung sagt mir dies und auch die geistige Welt mir hier ganz klar, wenn du diesen Entschluss triffst, die Augen aufmachst, in deine Kraft kommst und tatsächlich verlässt, was dich so lange in diesem Gefängnis gehalten hat, hast du die Chance, die Augen zu öffnen, diese 2 Kelche zu sehen und eine erfüllte, wundervolle Partnerschaft zu leben. Und ich möchte euch gleich noch die Karte an der Unterseite des Decks zeigen. Schaut mal, wie wundervoll fallen hier die 6 Stäbe, die Siegeskarte des Tarots. Die Karte bestätigt
Ja, wenn du durch dieses Tal der Tränen, ich weiß, das klingt etwas theatralisch, aber ich habe es zweimal von der geistigen Welt so empfangen. Es kann etwas wirklich schmerzhaft sein, was auf dich zukommt, wovon du dich verabschieden musst. Und es muss nicht unbedingt ein Mensch sein, denk bitte immer daran, das können auch Illusionen sein. Es können Glaubensmuster sein, es können Verhaltensweisen sein. Du musst hier etwas verabschieden, um für dich wieder Glück und Erfüllung in dein Leben zu ziehen. Ja, und die Siegeskarte des Tarots, diese 6 Stäbe, sagen als Überschrift über dem gesamten Reading, natürlich in Verbindung mit den 2 Kelchen, du wirst stark und siegreich aus dem ganzen Prozess hervorgehen. Das heißt, die Gesamtenergie der Legung bestätigt, dass sich dein Wunsch hier erfüllt. Ja, die beiden Karten liegen auf der Position deiner Hoffnung. Du hoffst auf Erfolg und auf die Kraft dazu, diesen Weg zu gehen, und du hoffst dann, die Früchte deiner Saat zu ernten und gestärkt aus all dem hervorzugehen. Und diese Energien sind schon lange jetzt präsent für die Erdzeichen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich nehme trotz allem sukzessive, wirklich von Monat zu Monat, eine Veränderung hin zum Positiven, hin zur Klarheit, hin zur Selbstliebe wahr. Ihr werdet euch immer mehr bewusst, ja, dass ihr Glück und Erfüllung in eurem Leben verdient habt. Und das ist hier nicht zu finden, ja. Und an diesem Ort befinden sich viele von euch noch. Ja, meine Lieben, ich fand das Reading wundervoll. Ich hoffe, einige von euch haben sich wiedererkannt. Bitte schreibt mir sehr gerne in den Kommentaren unter das Video, ob ihr damit in Resonanz gehen konntet. Ja, ich freue mich auf die Kommentare. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich freue mich, wenn ihr mich auf Facebook besucht. Die Adresse meiner Facebook-Seite verlinke ich euch gerne in der Infobox. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch eine tolle erste Märzhälfte, ja, für diesen beginnenden Frühling. Und sagt vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis bald, eure Uli.